Hello everyone and welcome back in Narim. So right now I'm in the Arcane Sanctum. I still haven't finished the bounty mission, but I think I learned a teleport spell to close by village, so that should help. Wait, where is it? Oh, okay. So this is the bounty mission, and I think I have a teleport spell to this Gilead. But I'm gonna do the main quest first, which was go to the shrine of Narazul Arantel and read the inscription on it. Fine. Oh, it doesn't have a pointer, okay. So leave the sanctum by the south road and stay on the trail. And I should see the shrine on my left, fine. So south here this way. So I'm gonna expect the shrine like here somewhere. Still have a bunch of stuff to sell, especially these rubies and this was a smithy, so we can sell those there. The time 50. We can sell. Hallo. Sucht euch in Ruhe was aus. Where they bought all the spells, but can I sell snow? I don't think I could sell anything here. Not the stuff I have on me still, so let's try the other building. Seid ihr gekommen? Mysticism. I don't think I'm gonna need mysticism. Okay, so he likes these two things. Boasting and coursing, fine. Okay, get rid of the wolf pelts at least. Ah, telekinesis. Awesome. Don't care about the rest. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Yeah, this guy turns in destruction. That's exactly what I need.
Fuck, I misclicked. Schaut euch um. Let's go for 85. I don't want to sell this. Kein Problem. Oh, and a lot of destruction spells. Nice. This is in 10 feet. Opera fused. Fuck you. Bis zum nächsten. Okay. Time to start casting something. This is what, 70 mana, it's too much. This is more damage. Let's use it as the main ranged spell. Okay, put this on two. This on three. And a bow for sneak attacks. Can be on 6, 7. It's good work. Der Magie zu Ehren. Recharge. Nah, it's not worth it. Okay, sell this. Can actually hotkey the stuff as well, could be useful. And let's visit the shrine. This is south there. Of Narazul Arantial.
Ah, come on. Can it shit? I think it sees me now. Ah, okay. Let's train destruction. Whoa! Well, this works pretty well. And this looks like a shrine, okay. Thank you. Okay, now that's all good. And it's a crash. Willkommen, Schattengeborener. Willkommen am Ort, an dem das Schicksal gemacht wird. Okay. I guess the objective here is to not fall to the bottomless pits. It's a land of ghosts and floating statues. Guy doesn't look like a ghost. Sees me though and doesn't attack. Yeah. Oh well. Look at that guy just chilling in lava. Achievement for this, nice. My God. Oh. Having survived lava contact. It was an easy one. Which I need to train something that will add to my intelligence so I have more mana, which skills use intelligence.
Yeah, I'll come in all for that. Power of conjuration, no. Oh, distractions. Okay. Well, it's easy then. Just kill stuff and get more intelligent. Hello. Na, ein wenig verunsichert, verängstigt, verloren zwischen den Trümmern der Welten. Ja, genau das ist dieser Ort, das Trümmerfeld der Welten. Was ihr hier seht, ist das, was von alten zerfallenen Welten übrig geblieben ist. Nun treiben sie im Chaos der Magiewinde durch die Weiten des Universums. Und bevor ihr euch fragt, wer ich bin, so sage ich euch, dass ihr euch darüber keine Gedanken machen braucht. Es ist unwichtig für euch. Es muss genügen zu wissen, dass ich mächtig genug bin, um euch an diesen Ort gebracht haben zu können. Okay, you powerful. Mit der Absicht, euch etwas zu sagen. Dieser Meersul, er wird euch, sobald ihr zurückgekehrt seid, in die Grundsätze des Ordens einweihen. Und während ihr ihm zuhört und vor Augen geführt bekommt, welch Dummheit euch bisher innewohnte, werdet ihr meiner Worte gedenken. Hört zu. Welten sind vergänglich. Die natürliche Unausgeglichenheit, der Umstand, dass nicht alles einen Gegensatz hat, lässt ihr Gefüge brüchig werden. Und sobald sie zerbrochen sind, landen sie hier. Eure Welt wird es nicht anders ergehen. Selbst wenn ein Allein die Frage ist, was diesen Untergang herbeiführt. Die meisten Dinge haben einen Gegensatz. Licht und Dunkelheit. Leben und Tod. Wirklichkeit und Surrealismus. Jedoch nicht alle. Und sie sind es, die stets der Welten Verderben sein werden. Meersul wird euch von den Göttern berichten. Und diese Götter sind jenes Ungleichgewicht in Nerim. Sie werden den Untergang herbeiführen. Schätzt euch glücklich, dass ihr das Trümmerfeld der Welten noch zu Lebzeiten erblicken konntet. Jetzt aber Schluss damit. Behaltet einfach meine Worte im Hinterkopf und ihr werdet euren Platz im Schicksal gewiss einnehmen. I think I skipped one line on accident, but... Well... I guess that's it. So let's go back and talk to... Well... Talk to the green pointer. Maybe just clean this little cave first. I think I'm over-leveled for this. Ah, so worth only one gold. Too high. Okay, nothing guarding the entrance.
Oh, come on. Where did this guy come from? I saw him in the cave before too. Okay, I think I have it on 7? Yeah. I don't need torches anymore because I have light spell, which I forgot to hotkey. What was that? Light, right. What? Should be shining right now. Okay. Guess not.
That's alright. Which can swim, okay. I don't know why I was surprised. I mean, usually rats can swim, so... Actually hit pretty hard. Oh, the rats. Okay. The rat is under the map. Silence. Well, I don't mind. I don't have mana anyway. What's the difficulty? Seems easy. Ah, okay. Let's turn it up a bit. Ah, 60 is fine. I think I started on 60, but... yeah, at one point I messed with the game files and I reset all the settings, so... I think I've been playing on 50 for a while now. Let's restart the game really quickly so it remembers the settings.
Okay. Seems like we have a heavy drinker here. And a German note. Okay. There's still a lot of stuff in the game that isn't translated, sadly. But it's just the random notes like this, so I can live with that. This one saw me. Slowly transitioning from archery to spellblade. Obviously, I couldn't do spells before because I didn't know any, so couldn't do it sooner. That's a dude. Hello, dude. It's a dude with a bow. Get a decent bow actually, and go back to archery. Oh, he has a sword too. And he can hit too. Oh fuck. Okay, this guy is no joke. Let's eat these. Some wolf meat in game. Where is he? I want my loot. Okay. Well, I have a new bow. And a new dress. Cool. Care about the destruction set, but the other loot was pretty cool. So what am I wearing? Thieves dressing. Yeah, this is better.
I don't know if I can wear pants with this one. Probably not, because it has the knee protection or whatever that is. But if I sneak, I don't need that. This is more defense. Oh god, what the fuck is this hair? What was I thinking? Okay, so it's a hood with a cape. And druid boots. Speed. Yeah, I prefer the speed. Nice loot. I'm not picking that anymore. Which way did I come in? Okay, that way I think I came, so... Oh, this way. Oh, I think this is the entrance, right? There's nothing here. This way or that way? Okay, that way. Hello. Fuck you. Let's kill that guy. Time to murder someone. Pretty tough. But I have bear meat, so... Oh boy. You're dead, man. Oh, fuck. He
can really hit hard. I can loot this guy. Achievement Bloodstained, okay. Murdering a person. Well, it was only question of matter of time when that will happen, so. Is there a bounty on me? Oh fuck. Well, I guess someone noticed. Da seid ihr ja wieder. Konntet ihr den Schrein finden? Do I tell her about the... Well, I guess vision or whatever that was. Nah, I don't trust these people. Sehr gut. Damit habt ihr eure erste Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Geht zur Sternenwarte und wartet bis Mitternacht. Dann wird Merzul hierher kommen und euch in den Orden einführen. Sobald ihr dann ein richtiges Mitglied seid, kann ich euch mit eigenen Aufgaben betrauen. Kommt einfach zu mir, wenn Merzul mit euch fertig ist. Okay. Der Magie zu ich. Just selling my shit quickly. I think I read this one. I'm gonna read it. Or not really read it, just open it. Der Magie zu. So I can receive the bonus after reading 100 books. Sell this kind of crap. I'm gonna have to go to the smithy. Meet Merzul at midnight in the astronomical observatory. Okay, I guess this is Vern. I am, okay. So, yeah, wait here till midnight. Hello. Muran, Muram. There's too many people around. I don't want more. Higher price on my head. 1k is too much for me. At this point anyway. Tut mir leid, ihr gehört nicht zu uns. Wenn ihr ein Anliegen habt, so sprecht mit Valmiria. Fine. Ja bitte, was... Can buy my shit, please. Okay. Oh, this is less attack than the steel bow. 160 uses. It does 3 shock damage.
Which I don't want because it sends everything flying around, so that's just annoying. Maybe? What am I wearing? I'm not wearing any, okay. I'm gonna keep these, sell this. The more interesting stuff. Very nature loving look. Well, it is a druid's vestment. Shit, I can wear a... Okay. The hair is terrible. What was I thinking? Okay, so wait here till midnight. It would be 11 hours. I should have... It's after midnight now, so... Hallo. Maybe I should have waited 1 hour or less. Oh. Erwartet mich um Mitternacht bei der Sternenwarte. Aha. Okay, so this guy is late. Sehr gut, da seid ihr ja. Pünktlichkeit scheint zu euren Tugenden zu gehören. Oh, not yours. Die Reise zum Schrein habt ihr also unternommen. Gleich werdet ihr erfahren, was es mit dem Mann auf sich hat, für den er errichtet wurde. Nun denn, bevor wir beginnen, muss ich wissen, unter welchem Sternzeichen ihr geboren wurdet. Yeah, I just made sure of Ellen. Let's do. Ability to immediately regenerate mana. Oh, these are the abilities you can use once a day with the arcane stones. Increased ability to sneak and fatigue regeneration. And a poison spell hard burst. Attack that has a strong possibility of killing equally strong or weaker opponents. I'm gonna go with the villain. Das ist äußerst interessant.
Nun, die Sterne stehen gut diese Nacht. Lasst uns einen Blick riskieren. Ich habe das Firmament über Jahrhunderte hinweg beobachtet. Es hat sich in den letzten Jahren... Wir leben zweifelsohne in einem sehr unsicheren Zeitalter. Dinge nehmen ihren Lauf. Die Weltfäden verlieren an Stärke, was den Süden dieses Landes verändert hat. Auf beunruhigende Weise. Die Natur, die Landschaft, die Lebewesen dort verändern sich und nehmen magische Konturen an. Das liegt daran, dass das Gefüge der Welt an Stärke verliert und arkane Energien darin eindringen. Auch das Firmament nimmt seltsame Formen an. Formen, die einen großen Umbruch bedeuten. Genauer genommen sind es Formen, die zuletzt vor 1000 Jahren über diesem... Zu dem Zeitpunkt, als der Befreiungsschlag der Menschen gegen die Göttlichen, gegen die falschen Götter begann und ich den Orden gründete. Bevor ich damit fortfahre, euch zu erklären, wofür der Orden kämpft, möchte ich euch etwas fragen. Glaubt ihr an das Schicksal? No. Eine bemerkenswerte Einstellung. Sicherlich habt ihr dann noch nie etwas von der Vorherbestimmung des Telimaltat, des Schattengottes, gehört. Liege ich da richtig? Yeah, Shadow God, that's what the weird lady told me. It's what she called me, actually. Der Telimaltat ist das aus Schatten geborene Gegenstück zu jener Macht, welche die Menschen gemeinhin als Schöpfer bezeichnen. Der gemeine Mann von der Straße glaubt an den Schöpfer sowie die sechs Götter. Daran ist erst einmal nichts Falsches, denn, das lasst euch gesagt sein, diese Kräfte existieren wirklich. Die Götter gibt es nicht nur in der Vorstellung der Menschen und den Worten der Priester, sondern auch in der Wirklichkeit. Doch gleichzeitig werden sie verehrt. Und hier beginnt das Problem. Denn weder sind die Götter im tatsächlichen Wortsinn göttlich, noch hat der Schöpfer irgendetwas geschaffen. Unsere Welt war schon vor den Göttern da, und dennoch beherrschen sie sowohl die Länder als auch die Menschen darin. Was ich euch nun sage, ist die fundamentale Wahrheit, auf die sich der Orden stützt. Die Götter sind allesamt nicht mehr als besonders mächtige Magier, auch Lichtgeborene genannt. Sie sind nicht unsterblich und können keine Wunder vollbringen. Sie sind wie ihr und ich. Doch das allein gibt ihnen nicht das Recht, über die Menschen zu herrschen. Meint ihr nicht auch? Es ist eine ungerechte Aristokratie, die Bevorteilung einer kleinen Gruppe Bessergestellter, die eigentlich keinerlei Recht darauf hat, die Menschen zu... Der Orden kämpft dafür, dass diese Ungerechtigkeit ein Ende findet und die Herrschaft der Welt in die Hände derer gelegt wird, die sie bewohnen. In die der Menschen. Okay. So, the gods people here worshipped are just some mages, which we apparently don't like. Genau das wollen wir. Und dazu müssen wir versuchen, Narazul Arantheal, den Mann auf dem Schrein, wiederzufinden. Denn er kann es schaffen, zum Schattengott zu werden, zum Gegenstück des obersten Lichtgeborenen und kann die Götter damit besiegen. Merkt euch das. Nur der Telimaltat, der Schattengott, hat die Macht, den Orden zum Sieg zu führen. Und sein Kommen steht in der sogenannten Vorherbestimmung geschrieben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich erhebt. Narazul Arantheal wird es sein. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr mich gerne fragen. Okay. So he seems to think that this Narazul Arantheal is the Shadow God, but I doubt it. Well, I know he isn't, but I played through this 8 years ago, so I kinda know the story outline, even though I wasn't really paying that much attention back then. Die Eterna sind ein magisch begabtes Volk, das hier in Nerim lebt. Meist werden sie unterdrückt und verachtet, denn im Gegensatz zu den Menschen können sämtliche Eterna Magie wirken. Und das macht sie zum gefundenen Fressen. Den Eterna werden Verbrechen angehängt, die sie nicht begangen haben. Und ihnen werden Arbeiten verweigert, die jeder Mensch ausführen. Aber beleidigt sie niemals, denn sie sind trotz allem ein stolzes Volk. Sobald Narazul Arantheal, unser Anführer und selbst ein Eterna, wieder zurückkehrt, werden die Eterna sich erheben und für seine Sache und ihre eigene Freiheit... Ihr könnt einen Eterna an den langen Ohren und den glänzenden Augen erkennen. Wenn ihr einen findet jedenfalls,
denn sie leben zurückgezogen und kommen nur selten hervor. Baratheon ist der Chancellor. Zusammen mit mir und Narazzu Larantial wollten wir der Herrschaft der Lichtgeborenen ein Ende setzen. Doch wir waren naiv und kamen nicht weit. Unser Führer Arantial wurde von den Lichtgeborenen in Ketten gelegt und von da an verfolgte Baratheon nur noch seine eigenen Ziele. Schon bald wurde er der Kanzler über Nerim, verleibte sich das Nordreich ein und begann den Orden und mich, seinen früheren Weggenossen, mit allerlei wirren Gesetzen und Beschlüssen handlungsunfähig zu machen. Er will nichts mehr wissen von unseren Zielen. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste dürfte aber sein, dass wir hier im Sanktum Magie nutzen. Magie gibt dem Ausführenden Macht, die andere nicht haben. Sie ist mysteriös und geheimnisvoll. Das erzeugt Furcht. Und Furcht erzeugt Hass. Zwar beherrscht Baratheon Magie, aber er will nicht dulden, dass dies auch jemand... Er ist ein sehr mächtiger Magier. Und deshalb können wir ihn nicht einfach entmachten, um selbst freie Bahn zu haben. Wenn der Orden aber weiterhin existieren soll, müssen wir bald etwas unternehmen. Okay. Baratheon bad. He uses magic and forbids others to use it. Kabaet, what the fuck is that? So lautet der Name der großen Nordstadt. Sie ist der Sitz von Taranor, eben jenem Manne, der dem Kanzler Baratheon die kalte Schulter gezeigt und sich und sein Reich für unabhängig erklärt hat. Oh, what is the Seitdem Civil steht die Stadt War? Unter Belagerung und das gesamte Reich ist verwüstet. Wir vom Orden können leider nicht eingreifen, weil dies außerhalb unserer Möglichkeiten liegt. Yeah, the Middle Realm is at war with the Northern Realm. In Erotin residiert der Kanzler Baratheon. Es ist die größte und prächtigste Stadt Nerims. Ihr könnt sie vom Sanktum aus erreichen, indem ihr nach Norden geht. Ihr Wahrzeichen ist der große Glockenturm, den jetzt Baratheon mit seiner Anwesenheit besudelt. He really doesn't like this Baratheon guy. Uns wurde verboten, sie einzusetzen. Zuerst von den Göttlichen, die es als ihr alleiniges Privileg betrachten, Magie zu wirken, und nun vom Kanzler Baratheon. Ihr gehört zu den Begabten, doch ihr solltet nicht damit prahlen. Die meisten Menschen begegnen Magiekundigen mit Misstrauen, wenn nicht gar Feindseligkeit. In einem Teil des Südreiches hat sich vor kurzem eine magische Instabilität entladen und damit einen ganzen Landstrich verseucht. Es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Magiegefüge unseres Landes langsam aber sicher aus den Fugen gerät. Genaueres wissen wir leider nicht. Das ganze Südreich ist vom Tempel abgeriegelt und das wird sich so bald auch nicht ändern. Ich rate euch nur, dieser Gegend fernzubleiben. Nicht nur wegen der Soldaten des Tempels, sondern wegen dem, was diese Kontamination verursacht haben. Okay, so Magic Contamination in the Southern Realm. Fine. Er ist der eigentliche Anführer des Ordens, auch wenn er in Gefangenschaft sitzt. Wir wissen leider nicht, wo er ist, sonst hätten wir... Er hat vor 1000 Jahren den lichtgeborenen Erodan getötet, der über Nerim herrschte. Doch dann überwältigten ihn die restlichen Götter und er wurde in ein Verlies gesperrt. Ich spüre, dass unsere Zeit, ihn zu befreien, sich rasch dem Ende nähert. Wir müssen unbedingt seinen Aufenthaltsort ausfindig machen. Unarzul Arantel imprisoned by the Lightborn or the mages that rule as gods. Wenn ihr hier im Mittelreich auf Magier trefft, die euch attackieren, dann sind dies die Angehörigen eines Verbandes, der früher Etrona hieß und seinen Sitz in Erotin hatte. Der Kanzler Baratheon vertrieb sie von dort, in seinen Bestrebungen, die Magie zu verbieten. Und seitdem sind sie Feinde von jedem, der nicht zu ihnen gehört. Okay, so that's an excuse for the, well, all the random mages that try to kill me. Um sie dreht sich alles, sowohl im Leben der Menschen als auch bei uns im Orden. Für das gemeine Volk sind die Lichtgeborenen schlicht die sieben Götter, aber sie haben lediglich besondere Kräfte.
Weder sind sie unsterblich, noch können sie das Magiegefüge Ihr Glück ist es, nur mit der Seite des Lichts geboren worden zu sein, während alle anderen Lebewesen der Welt die Eigenschaften von Licht und Schatten in sich tragen. Dass den Lichtgeborenen der Schatten fehlt, verleiht ihnen Kräfte, die man selbst bei magisch begabten Menschen oder Eterna nicht derart ausgeprägt findet. Das Problem ist, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeiten meinen, einen Herrschaftsanspruch über die Menschen zu besitzen, was aber natürlich Unsinn ist. Nur weil jemand durch seine Geburt privilegiert ist, darf er keinen höheren Wert haben als alle anderen. Das widerspricht ganz einfach dem friedlichen Zusammenleben der Menschen. Sie dürfen nicht über uns bestimmen. Und doch tun sie es. In Nerim spürt ihr dies nicht direkt, da der Gott Erodan, der einst über das Land herrschte, von Narazul Arantial getötet wurde. In den anderen Ländern unserer Welt aber werden die Menschen von den Lichtgeborenen unterdrückt und geknechtet. Ihnen wird das Naturrecht abgesprochen, selbst über sich bestimmen zu dürfen. Das ist der Grund, weshalb der Orden und Narazul Arantial diese Aristokratie der Privilegierten abschaffen wollen. Okay. Der Orden wurde von mir gegründet, nachdem ich zusammen mit Narazul Arantial und Baratheon erstmals versucht hatte, die Lichtgeborenen zu stürzen. Wir scheiterten bei dem Versuch, wodurch Arantial gefangen genommen wurde und Baratheon sich von uns abwandte. So Baratheon betrayed us and just rules these lands now, asshole. Well, yeah, I suppose I can say us now, because I was initiated. Der Orden kämpft bereits seit 1000 Jahren für die Freiheit der Menschen und ihr Recht auf eine selbstgewählte Demokratie. Den ersten Schritt tat damals ein Mann namens Narazul Arantial. Er gehört dem Volk der Eterna an und lehnte sich gegen die Götter. Ich kämpfte an seiner Seite, ebenso wie Baratheon, der jetzt Nerims Kanzler. Narazul Arantial gelang es damals, den Scheingott Erodan, der einst über Nerim herrschte, zu überwältigen, um dadurch dieses Land von der Knechtschaft der Lichtgeborenen zu... Die Gläubigen denken immer noch, Erodan wäre der Sünden der Menschen wegen von uns gegangen, um uns zu bestrafen. Doch Erodan ist nicht gegangen. Er ist tot. Arantial hat seiner Autokratie ein Ende gesetzt. Deshalb wird Nerim auch heute als einziges Land nicht mehr direkt von den... Doch Arantials Streitmacht fiel in der Schlacht gegen die Armee aus dem Land der Göttlichen. Er wurde von ihnen gefangen genommen und gilt seitdem als vermisst. Die Rebellion kam zum Erliegen. Baratheon nutzte diese Gelegenheit, um das Vakuum nach Erodans Tod auszufüllen und sich zum Herrscher über Nerim zu krönen. Und damit führte er die Tyrannei der Götter fort, nur unter anderem Namen und nicht in unserem Sinne. Ich dagegen gründete den Orden, um die Idee Narazul Arantials nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Okay, so Baratheon just used the power vacuum that was left after they killed one of the Lightborn, the Erodan. Okay. Sanktümer sind sehr wichtig für die magische Stabilität unserer Welt. Sie besitzen eine Vorrichtung, welche die Magiefäden um uns herum bündeln kann und verhindern damit, dass diese Fäden auseinanderdriften oder sich... Als ich den Orden gründete, erbaute ich auch dieses Sanktum, sowie ein weiteres im Westen des Tales. Ohne sie hätte die magische Kontamination im Südreich mit Sicherheit verheerende Folgen für weite Teile Nerims gehabt. Well, this was exhausting, but now I know something, I guess. Let's make him like me. Okay, admiring and coursing. Well, I can't buy anything from here anyways. Yeah, but he likes me now. See his smile. Nun wisst ihr alles. Ich ziehe mich jetzt zurück in mein Arbeitszimmer. Ihr könnt in der Zwischenzeit mit eurer Ausbildung beginnen.
General Akorias, der Schwertarm des Ordens, wird euch mit einigen Aufgaben betrauen. Ihr könnt dabei helfen, die Begabten zu finden, die nicht in der Schattenrufmine erschienen sind. Das Treffen dort war ein Desaster. Aber wir können es uns nicht leisten, nicht mehr als einen Schüler zu haben. Zudem sollten wir besser alle Spuren verwischen, die wir hinterlassen haben. Talk to General Akorias. In the Templar's house. Which is... Magic Council. Shadow Council. Oh, it's where the smith is, okay. Let's move on. Maybe train my illusion while I'm at it. Do I have the light spell somewhere? I don't think I do. Let's put the light spell on 4. I'm not going to use telekinesis that much. Okay, now it works. It didn't work in the cave before. It doesn't really work. It's like a flashlight. So I have to be fairly close to the surface. Okay. Well, it's good enough to train my illusion so I can learn the see at night spell. This is the guy, okay. Ihr müsst der Neue sein. Merzul sagte, ihr würdet euch um die Begabten kümmern, die unserer Einladung nicht gefolgt sind. Exakt. Manche haben den Brief zwar bekommen, ihn aber anscheinend nicht ernst genug genommen. Auch wenn es im Nachhinein betrachtet ihr Glück gewesen ist. Wir dürfen aber nicht dulden, dass diese Leute etwas über uns ausplaudern. Entweder wir gewinnen sie doch noch für uns oder... sonst wissen sie eben zu viel. Der erste Fall ist hier ganz in der Nähe, in Sildren, einem kleinen Arbeiterdorf. Die meisten Leute dort sind Sklaven, die Bäume fällen müssen. Ihr findet das Dorf direkt südlich des Sanktums hinter Arantia als Denkmal. Folgt der Straße. Der Name dieses Begabten ist Kim. Relativ talentiert, wie wir gehört haben. Könnte allerdings ein Sklave sein, was die Sache verkomplizieren würde. Trotzdem, findet ihn und bringt ihn dazu, hierher zu kommen. Wir brauchen alle Begabten, die wir kriegen können. Ihr solltet versuchen, Kim hierher zu bringen, ohne die Hilfe unserer Streitkräfte in Anspruch nehmen zu müssen. In diesem Fall müssen wir im Hintergrund bleiben, ansonsten erregen wir zu viel Aufsehen. Und glaubt nicht, dass es ein einfacher Auftrag ist, nur weil ich ihn einem Frischling wie euch überlasse. Das tue ich ungern. Aber ihr habt einen großen Vorteil. Euch kennt niemand. Würden Merzul oder ich in Sildren auftauchen? Nun, jedenfalls wäre das ziemlich tollkühn. Passt auf euch auf! Diese Söldner dort können gefährlich werden, wenn man sie reizt. Okay. Need to find another gifted one. Name Kim. In the village of Sildren. Lumber village of Sildren to the... I think there was supposed to be a direction here, but... Okay, lies at the path where Narazul Arantar statue is located. So just go to the statue and a bit further. It's probably here. Well. It's my illusion skill. Oh.
I need 25 to have the night vision spell. Wait, I don't need for this one. Or do I? Let's wait till I have enough mana. I can cast it. Oh, it requires skill 25. Okay. Well, let's train. Did I buy arrows? Some arrows, okay. Okay, too high. Too low. It was too low. Gold, one weight, is worth it. This is the ruins of Iselasa. Oh, I did this quest. I stumbled upon the dungeon and this is the first two entries of the... Yeah. It was... Yeah, it's on the completed quest. This is the one. I have buried Cedric's dust, so yeah, already did all that. I just found the letter parts of the diary. Earlier. Another one. Well, so this is where the where they hang the slave, I guess. Slaves.
geben. Well, that was fast. Wer seid ihr? In diese Gegend verschlägt es nur selten Fremde. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Ein Brief? Aber folgt mir. Wir können hier nicht reden. By the way, the gender of Kim is determined by the player. But I modded the game, so it's always female, because... Yeah, on my first playthrough, male Kim was really annoying. So... Also, der Brief... Stammt er etwa von euch? Ich... Also, eigentlich darf ich gar nicht mit Fremden reden. Ich bin nur ein Sklave. Aber was wollt ihr denn eigentlich? Was so easier to look at? In Sanctum? Ich habe davon gehört. Da soll ich hin? War es etwa das, wovon im Brief die Rede war? Aber ich bin Sklave. Sie werden mich töten, wenn ich das Gelände verlasse. Deshalb konnte ich ja auch nicht tun, was im Brief stand. Ein Sklave eben, mehr nicht. So ist es mir bestimmt worden. Es wird seine Richtigkeit haben, dass ich hier bin. Eigentlich sollte ich nicht weg. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe oft darüber nachgedacht, wie es wäre, von hier wegzugehen. Irgendwohin, von mir aus auch in dieses Sanktum. Wenn ihr die Mühe dafür, für mich, aufwenden wollt, sprecht mit meinem Besitzer. Aber es ist sowieso vergebens. Das wird nicht klappen. Sklaven sind in Kriegszeiten Luxusgüter. Und ich verstehe nicht, warum ihr oder dieses Sanktum etwas von mir wollen könnten. Doch sprecht nur mit meinem Besitzer. In der großen Hütte. Creo heißt er. Ich bleibe hier und warte. Aber bleibt bitte nicht zu lange weg, sonst suchen sie nach mir. So I need to buy her out of slavery. Ein unverschämtes Pack, diese Eterna. Sie kommen nur nachts aus ihren Löchern. Das sagt ja schon mal einiges über sie aus. Man kann sich als unbescholtene Frau ihr nicht mehr trauen, nach 8 Uhr die Straße. Okay. Fuck you, by the way. I kinda want to slaughter the animals, but I know there would be a bounty on my head. Well, even higher one than there is now. What? Okay, these guys don't like me. Always fun to train my destruction. Guys locked in here. I bet. Okay. I can see the shadows through the wall. Better than the Skyrim minigame. Easy. Well, he didn't waste any time.
Okay. It was worth it for the arrows alone. I think I checked everything, but let's recheck. I would hate to miss any loot. La Sara. Ihr seht aus wie einer von diesen Eterna. Well, okay, let's check my bounty. See if it increases when I kill her. Hey, don't look at me. I need a sneak attack. I think it's just the animals that see me. What's the bounty? Ah, cool. I get away with it. Fuck you. This'll teach you racism is bad. And let's kill all the animals as well. They actually give XP. Chicken meat, nice. I'm dead, Eero. Mutton. Oh, I don't want the yarn. Well, it's a cute little chick, but it's worth 15 XP, so... Bounty. Still the same. Awesome. I just don't know who is after me. Krios check. Hey, was soll das? Warum sprichst du mich an? Geh zu Creo, wenn du irgendwas willst und mache kein... Na, was bist du denn für einer? Frischfleisch etwa? What the fuck is that? Okay, das ist Creo. Was wollt ihr, Fremder? Fasst euch kurz. Okay, let's buy Kim. Ihr wollt mir einen Sklaven abkaufen, ja? Wisst ihr überhaupt, wie schwer es heutzutage ist, an Sklaven zu kommen? Meine Sklaven sind unverkäuflich. Ihr amüsiert mich, Fremder. Warum verdammt nochmal wendet ihr so viel Mühe für einen einzigen Sklaven auf? Hä?
Sie sind Sklaven. Sie sind Dreck. Mit sowas verschwendet man doch nur seine Zeit. Der Schöpfer hat sie geschaffen, damit sie mir untertan sind. Genauso wie er mich erschaffen hat, weil er einen Sinn für bildliche Schönheit hat. Und wie er euch erschaffen hat, weil er offensichtlich auch einen Sinn für Humor besitzt. Haha! Aber wenn euch an diesem einen Sklaven so viel liegt, warum auch immer, so könnt ihr mir dafür einen anderen bringen. Sklave gegen Sklave, Auge um Auge, versteht ihr, ja? Ansonsten lasst mich in Frieden. Find him another slave? Hey, was soll das? Warum spricht... Na, seid ihr immer noch so scharf auf unser Kämmchen? Habt ihr mir einen Sklaven? Okay. Well. Hey, was soll das? Do I get another slave? First, get some poultry. Is Kim still here? Yep. Und was sagt er? Will er... Nein, er will einen Tausch, nicht wahr? Sklave gegen Sklave. Ihr braucht nicht erst zu suchen. Ihr findet in dieser Zeit keinen Sklaven, den ihr kaufen könntet. Ich sagte doch, es ist vergebens. Die einzige Möglichkeit wäre, dass ihr... Ach nein, was rede ich da? Ich wollte sagen... Ihr könntet euch eintauschen gegen mich. Dann würden sie euch in die Festung oberhalb des Dorfes bringen und ihre Tradition vollführen. Die Taufe. Jeder neue Sklave muss dadurch. Dort könnte ich euch rausholen. Ich kenne einen Schleichweg in die Festung hinein. Wir könnten dann zusammen fliehen, ohne dass Creo oder die Söldner was merken. Ich fürchte, das ist die einzige Möglichkeit, denn jetzt einfach so fortzulaufen wird nicht klappen. Yeah, I think if he simply ran away, it would work just fine, but... seems like we have a deal. Es mag einen guten Grund geben, warum ihr dieses Risiko meinetwegen auf euch nehmen wollt. Wegen eines Sklaven. Ich sehe diesen Grund nicht, aber ich bin euch schon jetzt sehr dankbar. Dann solltet ihr nun zu Creo gehen. So, offer myself to Creo. Fine. Wake up, asshole. Na, seid ihr immer noch so scharf auf unser Kämmchen? Der Schöpfer hat wahrlich einen guten Sinn für Humor. Aber gut, wie ihr wollt. Kim kommt frei. Und ihr seid dafür mein. Es war schließlich eure Entscheidung. Viel Spaß bei der Taufe, hä? Hey, ihr zwei da hinten. Erledigt das. Es wird auch move. Gar nicht wehtun. So, da sind wir. Wir werden dich jetzt auf dein Sklavenleben gebührend vorbereiten. Wenn wir mit dir fertig sind, bekommt das Wort Gehorsamkeit für dich eine ganz neue Bedeutung. Genau, dann wirst du winseln. Halt die Klappe. Wir verstehen übrigens unser Handwerk, auch wenn man es dieser Dumpfbirne da nicht ansieht. Du wirst nicht sterben. Wir brauchen dich ja noch für die Arbeit. Vor der Arbeit kommt das Vergnügen. Sei ruhig, verdammt nochmal. Wir wissen, welche Wunden die größten Schmerzen verursachen, ohne dabei zu töten. Ich meine, wer zum Teufel braucht denn schon Ohrläppchen oder Fingernägel? Oder was anderes. Gewissen Menschen hätte der Schöpfer keine Zunge geben dürfen. Apropos. Ach nein, hello. Die muss bei dir leider drin bleiben. Befehl vom Boss. Aber fangen wir an. Ja, fangen wir endlich an. Sag noch ein Wort. Was zum Henker?
GG. Well, that was easy. I got no stuff. Oh, okay, so wir haben es geschafft. To keep shovels. Jetzt können wir durch den Schleichweg aus der Festung fliehen und Creo wird es erst merken, wenn wir schon längst weg sind. Er wird mich vielleicht suchen, aber ins Sanctum kommt er bestimmt nicht. Zuerst holen wir deine Sachen und dann verschwinden wir. Geh du vor. Yeah, get my stuff, that's a good idea. Tobacco, why not? I thought they needed the slaves to live so they could work, but I guess this guy was an exception. Alright, poison. Well, it's worth a lot. Zuerst holen wir deine Sachen und. Fine, get my stuff. Sounds good. Much better than a torch. What path? Yeah, I guess. Yeah. So Kim climbed through here, and apparently we can't go up there. Oh. Hello. Let's take the bow. It's pretty chilly in here. Let's dress up. This is heavy armor though. I don't want to level that. Overleveled for this.
like arrows. Shiny. Ice Claw. Thank you. Rabbit meat is worth 5 gold. So. I think that's the most expensive meat so far. Hello. Vulnerable owner Creo slipped. Yeah. So we should. Slaves should clear the snow so our honorable owner Creo doesn't slip. Punishment for not clearing the snow is removing limbs or dicks if we are a male. Who the fuck is Raffus? Oh, so the slave owner, the Creo, was hiding a mage here. So he can, yeah, he was using him for magic and shit. And there is a key. Fine. The mage is. Okay. Hello, Raffus. Thank you.
Wer ist sie? Raffus. Oh. It seems like when I kill someone, he just flies in a random direction every time. Now let's use this. Well, so I got the key from the fortress. Let's just hop back training acrobatics and illusion. Like I miss these potions. And the light spell isn't working again. It only works like 50% of the time. So the key was from this door. Let's try this too. Fuck. Never mind. What? Weird. Intelligence, willpower, plus 5 personality, fuck that, it's useless. I don't know, do I want to continue with bows or... Yeah, let's get a bit more bow damage. It works properly. I suppose the light depends on the position the character is in when I cast it. Seems like it. I suppose I was really easy to see with the light around me. Ah.
problem is I just can't help myself but to go to every dungeon. Loot everything. And then I end up becoming too OP for the main quest. I still haven't found my stuff though. Oh, come on. Where is the corpse? Okay. Oh, this is... no. Fuck. Well... was there the corpse? No? Hey, there's a... okay, we can learn a spell here. I think I already know that one though. I guess this was the corpse. Deine Sachen sind da in der Kiste. Oh, thank you. Okay. This. Boots, I guess these. These. My gear is really rogue oriented. Still can't decide if I'm gonna go magic or archery. Think I'm gonna stick with both the whole game. Okay, I need to do it. Durch den ich reingekommen bin. Wenn du sie zur Seite trägst, können wir dort lang nach draußen. Move the crates. Later.
explore first. Well, never mind. Yeah, let's... You move the crates. Fuck you. And goodbye. What? Okay, I didn't expect that. Where is the loot? Fuck. Well, no loot for me, I guess. Take a shortcut this way. There's a cave. Okay. Let's loot the cave. An ogre cave. How about you just go to the sanctum on your own?
Sollten wir nicht einfach in das Sanktum gehen? Just go. Fuck. I have caves to loot. Well, guess I'm gonna have to get used to her. Well, not completely useless. Lava cave. Well, that's unfortunate. Unlucky adventurer. Unlucky indeed. It's all too heavy. I'm too rich for this crap. She just doesn't care, does she? GG. goodbye. Can't you stay in the lava pool? I think she hit me. Yeah, I don't need to sneak here. I do need to train illusion though. Or it's just the rat.
hear an ogre. I smell an ogre. But I don't see an ogre. Oh, there. Hello. I'm at 15 XP. Kim steals my XP. I don't think there's anything else here. Nope. That's the whole cave. Disappointing. Someone has been murdering all the deers around here. I think that's the suspect. Nice views. Is that lava? Okay, this doesn't look right. Yeah, that's a bug. I'm gonna pretend it was water. Der Magie zu. How convenient. She's just been standing here waiting for me to sell her my shit. I don't need rancid potions anymore. I know this one, and this one requires, I think, level 50 illusion, which I'll never get, so fuck it. Okay, that's it.
Oh, the pointer just looks at Kim. Or points to Kim. Okay. Well, I guess I go back to the general. Ah, da seid ihr ja. Kim, yep. Ihr geht am besten gleich zu Merzul. Ja gut, mache ich. Von hier finde ich, denke ich, allein weiter. Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Wir sehen uns sicher wieder. Goodbye. Ja, bitte, was? Sell this. I think I'll find a better amulet before I get rid of this. Although, let's keep it for now. Silver necklace of magic 8. Keep this, don't lose. I should equip the ring. So what now? Ihr habt Kim also befreit. Eine Glanzleistung, in der Tat. Aber geht noch nicht. Wir haben dann noch einen Kandidaten. Okay. Ja, diesmal ist die Lage etwas verzwickter. Einer der Begabten gehört zur Stadtwache in Erotin. Da er ebenfalls nicht zum Treffen erschienen ist, stellt er nun eine Gefahr für uns dar. Ich habe mit Merzul gesprochen und wir haben uns geeinigt, dass es besser ist, keine Soldaten des Kanzlers aufzunehmen, wenn diese nicht reagieren. Ergo braucht ihr auch gar nicht erst zu versuchen, ihn zu überzeugen. Auf der anderen Seite können wir keine Stadtwache töten, ohne dabei Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn sie einen toten Soldaten finden, werden sie Nachforschungen anstellen. Uns kam daher die Idee, sein Gedächtnis mit einem Zauber zu reinigen. Sein Name ist Rehmann und er hat ein Haus in der Nähe des Händlerviertels in Erotin. Da er Reservist ist, schläft er nicht in der Kaserne. Wir ließen ihn beschatten und wissen daher, dass er jeden Abend zum Grab seiner Frau hinter der Kathedrale geht, um zu beten. Das ist ein idealer Moment, um mit dem Zauber zuzuschlagen. Wenn Rehmanns Gedächtnis gelöscht wurde, wird er für einige Minuten bewusstlos sein. Nutzt diesen Moment, um den Hausschlüssel aus seiner Tasche zu stehlen. Sobald Rehmann wieder erwacht, wird er sich nicht mehr an den Brief erinnern können. Wenn ihr ihn habt, kommt hierher zurück. Ich bringe euch einen Reisezauber bei, der auf das Sanktum abgestimmt ist. Wenn ihr mehr über Reisezauber wissen wollt, dann nehmt noch diese Schriftrolle. Und jetzt los! Yeah, I know how teleport magic works. Why did you send a letter to that guard in the first place? This order is retarded. Okay, get me arrows. Was möchtet ihr kaufen? No arrows. Well, never mind. So, yeah, he's in Erotin. Yeah, so I'm supposed to go to the capital of this place, Erotin, and alter a memory of this guard. So he forgets about the letter. Hey, the water isn't bugged anymore. Let's train destruction. How many training points do I have? 15. My destruction level.
17. Well, that's a lot of room to improve. Oh, this guy. Hallo. I have actually come to improve my skills. Specifically, destruction by 15 points. I guess I could do the bounty quest first. Just standing around the observatory all day long, it seems. Der Magie zu Tasks. Ja, okay. Da habe ich etwas für euch. Gestern kam ein Mann hierher, ziemlich aufgebracht und verwirrt. Er ist Schäfer und versorgt uns hier im Sanktum mit Milch, Wolle und Fleisch. Und natürlich liegt uns daran, ihm bei seinen Problemen zu helfen. Die Sache ist die, dass seine Schafe plötzlich krank werden und er die Ursache nicht kennt. Er meinte, einige Tiere seien sogar schon gestorben. Wir haben ein Abkommen mit ihm, das uns verpflichtet, ihm bei so etwas zu helfen. Ansonsten müssten wir dafür Sorge tragen, dass er für seine Verluste entschädigt. Trotzdem ist sein Problem keines, für das wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen würden, denn wir haben momentan größere Sorgen als ein paar Schafe. Aber wenn wir jemanden schicken, der sich das einmal anschaut, ist er bestimmt beruhigt. Dessen werdet ihr euch also annehmen. Der Schäfer heißt Andrusch. Seine Weide markiere ich auf eurer Karte. Geht, bestimmt ist es nur irgendeine normale Krankheit, die gerade umgeht. Und in 1-2 Wochen ist alles wieder ruhig. Seid aber bitte zur Sicherheit trotzdem aufmerksam. Dieser Tage kann man nie wissen. Okay. Find out why this farmer's sheep are getting sick. Wolltet ihr nicht herausfinden, was mit den Schafen von... Where is that? Okay, it's nice. The bounty mission is here, so... on the way. But I have the teleport spell here. Ah, whatever, I'll just walk. Anyway, I think I'm gonna take a break. So, see you in the next one.